Da passiert gar nichts irgendwie, ne? Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Junge, ich mach dich weg, ey. Was ist so gewollt? Schönes Ding wieder. Schönes Ding. Den macht er auf. Eigentlich wollte ich die Karre hier noch wegrenchen und dann wollte ich direkt weiter düsen. Alter, was ist denn da? Ich wrench die Karre trotzdem erst. Liegen da einfach vier Eisen auf einer Stelle oder was? Zwei, okay. Sah so viel aus. Da da di, da 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 da. Blei habe ich da gerade gesehen. Blei brauchen wir auch dann irgendwann jetzt. Weil wir haben ja Schotti. Also wir können auch ein richtiges Schotti bauen. Ja, oh, alles ist gut. Wieder 2 Millionen Viecher hier. Ich würde jetzt gerne erst diesen Pillenladen. Das Ding haben wir da bestimmt schon gelootet hier. Hm. Ich überlege gerade echt, ey, ob es vielleicht. Wow. Ob es vielleicht schlauer gewesen wäre, nach Hause zu düsen, um ein bisschen Schotti-Munition holen. Das wäre natürlich schon ärgerlich, die Schotti zu verlieren, ey. Aber weißt du, was wir machen? Wir düsen mal kurz zum Händler hier vorne. Vielleicht hat der ein bisschen Schottimmuni da, dann ist alles gut. Muss ja gar nicht viel sein, aber ich weiß halt nicht, was mich da erwartet, ey. Na, irgendwie soll dann auf einmal zwei, drei Ferale kommen oder sogar ein Radiator oder so ein Scheiß. Wäre ein bisschen Schotti-Muni nicht schlecht, weil ich habe sonst keine Schusswaffe mit. Ich hält nur die Schotti. Konnte wieder nicht ahnen, dass ich so eskaliere. Da steht ein Reh auf der Street. Ja, ja, ein Reh auf der Street. Statt's hier nicht schon vorhin? Ja, ich weiß. Der böse, böse Zagus. Fährt alle Viecher über den Haufen. Also Money ist nicht das Problem, würde ich sagen. Ich meine, ich wollte eigentlich ein paar Schematics aufheben, aber wenn wir jetzt echt Geld brauchen sollten. Oh, wir haben ja noch Pokale, das können wir auch noch weghauen. Ist auch ein Fuffi wert hier. 110 müssten wir noch reparieren. Was reparieren wir das? Hunger haben wir halt auch, ey. Hunger. Ruhig bleiben. Ach, Muni darf ich ja gar nicht kaufen, ne? Ich kaufe ja nur Ressourcen und Dingens. Alter, ich bin ein Idiot, ey. Ich kaufe ja nur Ressourcen, ey. Shotgun Parts wären gut. Er hat gar nichts einfach. Er hat einfach gar nichts für uns. Gar nichts. Dünger. 20 Schießpulver hat er.
Ja, oh yeah, you wanna get a team. Okay, Leute, wir machen es anders. Ich fahre jetzt doch erst nach Hause. Es nützt nichts. Weil die Karre ist eh dann voll hier und ach. Was soll's. Komm, ich hau einen Turbogang rein. Da brauchen wir zwar mehr Benzin. Aber schneller ist es auch nicht wirklich. Ja, das fahre ich jetzt nicht um, so. Es sei denn, es läuft mir jetzt vor der Karre, Alter. Dann kann ich es aber auch nicht mehr ändern. Dann machen wir es anders. Da gucken wir jetzt erstmal, was wir da haben zu Hause. Aber der Pillenladen wäre halt. Den Pillenladen werden wir jetzt gleich noch looten, auf jeden Fall. Weil wir brauchen halt einen Beaker. We need a Beaker. Beaker. Weil ich habe halt auch keine andere Möglichkeit, an irgendeinen Beaker dran zu kommen sonst. Aber dann kann ich nochmal ein paar Buffs mitnehmen. So Lucky Looter-Dinger machen wir uns. Wenn wir keine haben. Das ist eine gute Idee. Habe ich nämlich vergessen. Ja. So machen wir es auch. Ja. Und dann müssen wir gleich mal gucken, was wir jetzt mit unseren Punkten noch machen. Ich meine, Granaten für den Granatlauncher, also das sind ja dann Raketen, wäre schon geil, oder? Wäre schon, ich weiß natürlich jetzt nicht, was sie im Block-Damage machen, aber wenn bei unserer Bauweise da, könnten wir natürlich schon rausprügeln, ne? Oder aber ich gehe auf Richtung mehr Ressourcen oder sogar auf Richtung Stahl. Weil um Stahl kommen wir natürlich auch nicht drum herum. Ja, auf Richtung Autos gehe ich nicht. Also das schenken wir uns. Wir müssen halt gucken, dass wir irgendwann den Schraubenschlüssel und die Knarre freischalten. Dann können wir uns die Repair-Kits machen. Ansonsten können wir die Karren auch selber bauen halt, ne? Aber ich glaube, da muss ich erst Autos freischalten. Das weiß ich gar nicht. Da müssen wir dann nochmal gucken. Aber wir haben ja erstmal hier Raffi seine Karre. Er hat noch in der einen City Motorrad. Das können wir uns noch holen. Da kann ich auch ein Dingens für herstellen. Ein Repair-Moped. Ja. Aber das mache ich in der nächsten Aufnahmesession. Das ist ganz geschickt. Da muss ich ein bisschen längere Session machen. Ohne Zeitdruck irgendwie. So, dann packe ich mal eben ein hier. Ja, das mülle ich oben noch rein. Nehmen ein bisschen Schotti-Muni, was zu essen und dann düsen wir direkt weiter. Zack. Sortieren kann ich später machen. Das ist nicht so wild. Perfekt. Warum hat er denn Plim gemacht? Wegen Questgegenstand oder was? Ja, ich muss gleich mal gucken, ich habe wieder irgendwie. Ah.
Ist zwar nicht viel, aber... Heilung muss ich mir gleich noch was einpacken. Messer, Wrench, die Picke ist irgendwo. Zwölf Schuss, Alter. Ich hau mich weg, ey. Ich überlege gerade, ob ich die Pistole. Ne, wir lassen die Pistole hier. Schüber lasse ich auch jetzt hier, oder? Ach komm, wir nehmen es mit, ey. So. Ja, ist ja nicht so, als wenn wir keine Halbandagen hätten. Wir können natürlich auch das mal in die Karre packen, genauso wie Essen. Hier unsere Torten packen wir da rein. Und auf jeden Fall Käffchen und trinken. Und noch ein paar Repair-Kits. Ist ja scheißegal. Und wir können auch ein Stack Benzin nehmen, ne? Obwohl manchmal range ich ja was, wir nehmen einen halben Stack. Okay. So, perfekt. Ja, so ganz ohne Nahrung, ohne Heilung und dann noch ohne Muni irgendwie, wäre dumm gewesen. Man weiß halt wirklich nicht, was da so. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die sperren wir. Das können wir nicht raus oder reinnehmen automatisch. So. Und hier haben wir 6. Perfekt. Okay, dann düsen wir mal zurück. Und dann looten wir mal da Dinge noch. Oh, es kribbelt in der Nase. Ah, gut, dass ich gemütet habe. Aber ich habe einen Kompressor eingebaut jetzt noch. Also hätte es euch eh nicht das Trommelfell weggeballert. Ah, das klappt mit der Karre halt nicht, ey. Ich war gerade überlegen, ob ich einfach querfeld einfahre. Aber besser nicht. Ich denke, über der Straße sind wir schneller. Warte, ich probiere mal was aus. Was ist denn, wenn ich hier Autofahren mache? Das ist ja geil. So. Problem ist, kann ich lenken dann. Wo ist denn Autopiloten? Granaten stand jetzt aber dabei bei Stufe 3. Aber ich brauche ja Raketen. Es wäre schön, wenn ich einfach die scheiß Schematik finden würde. Oder gibt es das überhaupt mit Schematik? Nee. Doch, ein Bauplan und Sprengmeister. Fahren wir hier auf den Seitenstreifen so ein bisschen. Hoffen wir, dass da kein Auto kommt. Bauplan Raketenwerfer oder Sprengmeister? Bauplan Raketenwerfer oder Sprengmeister? Okay, das kriege ich alles mit einem Bauplan frei, mit Bauplan Raketenwerfer, oder was? Oh, jetzt habe ich die Karre aber ganz schön gefrackt hier. Nee, dann würde ich, glaube ich, echt nicht auf Sprengmeister gehen.
Weil wir haben schon die roten Granaten, die können wir herstellen. Dann würde ich sagen, wir warten, bis wir den Bauplan entweder beim Händler finden. Ich habe ja gesagt, Bauplan kaufe ich auch. Oder bis wir ihn finden. Oder wenn ich das halt reinmache da mit diesen Dingens. Ich kann das sonst auch selber machen halt. Ne? Es gibt ja diese Bücherkisten, wo dann random zwei, drei oder vier Bücher sind. Da werde ich dann eine selber erstellen, wo dann, was weiß ich, sagen wir einfach random ist da ein Buch drin oder zwei Bücher. Und dasselbe kann man ja auch mit Schematics machen. Und dann kann man ja auch diese drei Stufen machen. Normale, seltene oder ganz seltene. Und die kann man natürlich dann dementsprechend teuer machen. Also wenn man halt meint, man will sich eine ganz seltene herstellen, dann muss man, was weiß ich, sag jetzt mal, da muss man halt 50 Schematics gescrapt haben und die Teile davon nutzen. So in etwa. Mal so grob. Dass man sich dann eine super seltene machen kann. Und klar kann man dann immer noch Pech haben, weil es random ist, wenn man die dann auspackt, dass dann trotzdem eine Schematik da drin ist, die man schon kennt. Das ist dann halt Arschkarte. Aber so hat man immer noch eine kleine Chance. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also die 50 war jetzt nur als Beispiel genannt, ne? Wie gesagt, da muss ich mir mal Gedanken machen. Aber das ist auf jeden Fall nochmal eine Sache, die man reinnehmen könnte. Na gut. Bin gespannt, was uns hier erwartet, Alter, Berlin. Ich würde sagen, lad schon mal die Schotti durch, ey. Okay. Ich snack nur eben dir. Ach, jetzt haben wir die Bass vergessen, ey. Ich bin so eine Poolbirne, Alter. Ja, das ist das Ding, was früher echt wenig Loot hatte. Steht da schon ein Kopi oder so eine Big Mama? Steht echt ein Kopf, ey. So, ich hab mal aufgeweckt. Alter. Ja, Halleluja. Tiffy, was geht? Ihr könnt gerne da rauskommen, ey. Ja, na klar. Wie immer, der Bo von hinten. Wo sind die denn? Da sind die alle. Ah, der kommt von oben. Au, 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 au. Können wir erstmal dich erlegen? Ah, zum Glück bleibt der da stehen, ey. Mein Gott, Peggy, du Bitch, Alter. Alto, Betty. Ja. Okay. Alter. Oh, jetzt geh auf Fresse. Ja, brech bloß nicht ab. Alter, was lebst du denn noch? Junge, Junge. Gebrochen alles, Alter. Ja, ich kann mich gerade nicht bewegen. Das ist richtig gut gerade. Was kommt davon? Ah, da kommen zwei oder drei Korps, Alter.
Okay, das können wir knicken. Ich muss erstmal weg hier. Muss gucken, ob ein großer Verbandskasten hilft. Naja, nerv nicht. Was haben wir denn? Vitamine habe ich natürlich vergessen, ey. Gebrochenes Bein. Eine Schiene oder ein Gips, Alter. Leck mein Arsch, ey. Beides habe ich nicht mit. Nein, ey. Warum denke ich da auch nie dran, ne? Ja, das ist halt alles. Hier. Mehr kann ich mich nicht bewegen. Da brauche ich nicht reingehen heute. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, ey. Das tut mir jetzt wirklich leid, aber das wäre Selbstmord. Ihr habt gesehen, da waren mindestens zwei Copies. Der ferale Soldat kam uns auch schon entgegen, also ich halte mal beim Händler hier. Wenn der was hat, verkaufen wir irgendwas und kaufen das. Ansonsten ja, muss ich leider nochmal nach Hause fahren, Alter. Ja, das ist, wenn man nicht vorbereitet ist, ne? Normal habe ich den Scheiß immer alles mit. Weil ich genau weiß, dass das passiert. Aber ich war wieder so im Stress hier gerade. Aber hier, das ist alles. Ich habe jetzt noch nicht mal sowas im Inventar, was ich verkaufen könnte. Ja, kannst du knicken. Kannst du einfach knicken. Ich fahre nach Hause. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ja, tut mir leid für euch, dass ihr jetzt hier so eine Folge hin und her fahren habt. Das war so nicht geplant, aber manchmal ist es so. Aber man hat es ja schon gesehen, dass es schlau von mir war, halt da gerade nicht reinzugehen. Genauso dumm war es jetzt gerade mit der Schotti da rumzunageln und keine Ahnung, da habe ich wieder durch den Kopf geschossen oder es ist halt manchmal, wenn du aus der Hüfte schießt, man muss halt einfach anvisieren, dann hat man das nicht. Das liegt halt einfach am Hipfire, denke ich. Das ist halt mal genau, mal ist es super ungenau. Ich denke einfach, dass das so gewollt ist. Aber es gibt ja, glaube ich, auch Bücher, die das Hipfire stabiler machen. Also von daher. Aber pass auf, Leute, wir machen das einfach so. Wir haben jetzt 24 Minuten. Ich beende jetzt einfach die Folge hier. Und bedanke mich fürs Zusehen. Und ich fahre jetzt nach Hause, fahre wieder hin. Und wenn ich wieder da bin, ich hoffe, das passt von der Zeit noch, die ich Zeit habe. Schmeiße ich nochmal die Aufnahme an, dann machen wir noch eine Folge und looten das Gebäude da. So ist der Plan. Also Leute, haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!